Ja, jetzt haben wir Maike Mia Höhne hier. Sie sind die künstlerische Leiterin des 38. übrigens internationalen Kurzfilmfestivals Hamburgs. Es ist toll, auch Sie jetzt kennenzulernen. Wir hatten eben gerade Herrn Schwarz. Ja. Und Sie machen ja die künstlerische Leitung. Inwieweit unterscheiden sich Ihre Tätigkeitsfelder oder fließt das alles zusammen und Sie ergänzen sich da auch? Also sozusagen, der große Unterschied ist sozusagen, ich bin so für den Inhalt zuständig, ja, sozusagen, oder? Was werden wir sehen? Ja. Und dann fließt das insofern zusammen, als wie teuer ist das, was wir sehen werden, und da behandeln wir dann Rücksprache sozusagen. Die Inhalte, ich meine, das ist ja alles sehr, sehr vielseitig und vielschichtig und weit strukturiert. Was sind denn so Ihre Hauptthemen, auf die Sie sich so fokussieren, und danach die Abstimmung, was Sie als kreativ, sag ich mal, für Sie passend auch für den Kurzfilmfestival hier in Hamburg achten, und wie filtern Sie, selektieren Sie dann die Das Kinder? Ist sozusagen ist ein bisschen anders sortiert sozusagen. Es gibt ja die Wettbewerbe, da haben wir verschiedene Auswahlgremien, wo ich dann im internationalen Wettbewerb mitsichte, wo wir die Wettbewerbe mitfüllen, und da sind wir darauf angewiesen, was reinkommt sozusagen. Oder was wir dann auch scouten etc., aber so, das ist so ein beides. Und das ist so das eine große Feld. Das andere große Feld ist das Labor und Archiv der Gegenwart. Und das befülle ich mit Fragen, Themen, die in der Luft liegen, die ich anstehen, die ich wichtig finde. Jetzt in diesem Jahr eben Asien sozusagen, Politics and Poetics, ne, Poetiken, Politiken. Wie geht das eigentlich zusammen? Was passiert da? Asien ist, glaube ich, Echoes from the Near Future, das Motto des Festivals. Mhm. Was passiert da eigentlich? Was ist da nicht eigentlich schon, was jetzt auch zu uns kommt? Und dann lege ich so einen Schwerpunkt fest, und dann geht es eben darum, genau, wen kann man dazu einladen, da um all sowas kümmere ich mich. Also wenn wir mal anfangen jetzt mit den Filmen und den Wettbewerben, treffen Sie da schon die Vorauswahl? Müssen Sie da jeden Film sehen? Nein, oder? Ich muss nicht jeden Film sehen. Sie müssen nicht jeden Film sehen, aber Sie kriegen alles mit, also bei Ihnen, an Ihnen läuft auch nichts vorbei, ne? Richtig, dann, aber trotzdem muss ich nicht jeden Film sehen, und es läuft an mir nichts vorbei, weil ich ja meinem Auswahlgremium vertraue. Ja. Und wir besprechen, was uns interessiert im Vorfeld, was sind Kriterien, damit ein Film im Wettbewerb läuft, wie selbstgemacht darf der sein, wie finished muss der sein. Da gibt es eine Spannbreite, wie viel Inhalt, den wir interessant finden, den wir zeitgenössisch finden. Also was besprechen wir im Vorfeld, und dann geht die Suche los sozusagen. Darf Kreativität alles? Darf sozusagen Satire auch alles, wenn ein Film, sag ich mal, sehr über die Stränge schlägt? Was sagen Sie? Also muss es da auch irgendwo eine Political Correctness geben? Oder sagen Sie, Sie haben da schon eine sehr große Toleranzschwelle auch gegenüber Filmemachern? Also wie Sie sich expressiv da überhaupt in Filmen sozusagen äußern dürfen? Ja. Naja, Inhalt und Form muss zusammengehen. Hm. Inhalt und Form muss zusammengehen. Ich kann ja kritisch gegenüber XY sein, aber wenn das in der Form langweilig ist, weil ich stelle mich nur hin und sage, ich finde dich doof, dann ist das ein bisschen wenig. Ja. Aber wenn es doch berührt und verletzt, wo Sie sagen, das ist jetzt so eine Grenze, genau, dann muss man das eben diskutieren, oder? Dann, dann wird das eben diskutiert. Ist das wirklich so, geht die Verletzung an den anderen, oder wollen wir eigentlich gar nicht verletzen? Ja. Aber wie viel, also es ist ja auch subjektiv, wann das anfängt, aber es gibt eben, genau, ich müsste jetzt überlegen, ob wir so jemals überhaupt so einen Film hatten. Ich glaube, dann sind es eher Programme, worüber man nachdenken würde. Oder wenn man jetzt sagt, man zeigt jetzt Nordkorea und Nordkorea auch die sagt... die Weltpolitik jetzt mit der Ukraine, ob solche Themen überhaupt jetzt verarbeitet werden dürfen und inwieweit sie diesen Film auch sozusagen Platz lassen, gerade jetzt auch von russischen Filmen. Genau, also da haben wir eine ganz klare Aussage zu getroffen. Natürlich haben wir russische Beiträge. Die werden wir also nicht ausgegrenzt, nein, dass man überhaupt sagt, jetzt nicht. Die russischen Kreativen, nein, nein, überhaupt nicht. Als Mitglied der Europäischen Filmakademie haben wir gesagt, okay, was ihr jetzt entschieden habt, nämlich, dass ihr sagt, russische KünstlerInnen dürfen in diesem Jahr keine Preise gewinnen. Mhm. Auch das kann man diskutieren, aber das habt ihr entschieden aufgrund einer gewissen Historie und so. Dann schließen wir uns dem an. Mhm. Aber auch für dieses Festival... Das sind ja auch teilweise Künstler, russische Künstler, die sich gegen das System auflehnen. Und wenn die jetzt auch noch doppelt diskriminiert werden, das wäre ja also nicht fair. Nein, überhaupt nicht. Ja. Also wir im Außen, dass in der Ukraine eine ganz klare Grenze gezogen wird, das kann ich total verstehen. Das finden wir auch richtig. Hm. Wir draußen supporten und müssen aber in beide Richtungen supporten. Naja, wir haben genügend KollegInnen aus Russland, die geflohen sind und die es auch nicht so einfach haben. Ja. Die es einfach wirklich gar nicht einfach haben. Und natürlich unterstützen wir die. Ja, die natürlich auch jetzt in der Außenwelt sozusagen. Die werden viele, kaum gesehen. Ja, und auch natürlich Diskriminierung jetzt erfahren. Genau. Ne? Das, also muss man auch bedenken und berücksichtigen. Das haben wir im Blick. Zu Ihrem Labor nochmal. Ja. Können Sie ein bisschen was noch über den Austausch erzählen, dass wir da ein bisschen auch was erfahren? Also, ja, also das Labor der Gegenwart, das Archiv der Gegenwart, was ist eigentlich das Gold der Filmgeschichte, also des Films, Film,
Archive sind Gold. Ja. Da liegen eigentlich ganz viele Schätze drin, auch wenn es um Minderheiten, um Gaps in der über wen sprechen wir eigentlich immer? Ja. Dann geht man mal in ein Archiv und guckt, ach guck mal, da gibt es doch... Zeitlos vor allem. Ja, auch, ne? Es ist zeitlos. Dann liegt da ein Film über die migrantischen türkischen Arbeiter von 1971, die hier gekämpft haben bei Ford und für Arbeit. So, war es bei Ford? Unten im Süddeutschland. Irgendwie wiederholt sich alles. Wiederholt sich vieles, aber B, müssen wir da eben hingucken. Und indem wir da hingucken und es nochmal zeigen, machen wir auch was bewusst. Ja. Oder? Und im Labor eben, indem wir so einen Fokus legen können und sagen, okay, jetzt lass mal nach Asien gucken. Mhm. Wie wütend sind die denn? Und dann haben wir ein ganzes Programm und denken, wow, das ist ganz berührend. Und das fängt aber Mitte 70er an bis heute. Mhm. Ich habe in meiner Arbeit noch nie eigentlich, also zeitgenössisches und archivarisches, ist ja schon Archiv, das kann man gleichberechtigt behandeln, wenn man eine Fragestellung dazu hat. Und toll, das machen wenn man wir da hier. So einen Fundus hat. Ne? Ja, genau. Ja. Abschließend nochmal zum Fair Festival Award, weil das war ja auch ein beherrschendes Thema hier. Da geht es ja nicht nur darum, dass die Festivals danach bewerten, wie glanzvoll sie sind, sondern da geht es ja um Fairness und auch faire Entlohnung. Und da sind sie natürlich auch toll, dass sie das Thema hier auch mit präsentieren und vor allen Dingen man auch darauf aufmerksam macht, dass diese ganzen Festivalmitarbeiter teilweise wahrscheinlich ehrenamtlich arbeiten, teilweise aber auch zu geringen Löhnen und aber auch alle mehr Förderung brauchen. Und das vielleicht auch nochmal ein Punkt wäre, dass man hier nochmal vielleicht eine kleine, sag ich mal, einen kleinen Aufruf startet. Ja, also Geld schadet nie, aber wir danken der Stadt, weil wir sind bedacht worden und werden auch bedacht. Natürlich muss man grundsätzlich darüber sprechen, was es bedeutet, für etwas zu arbeiten, was nur auf einen gewissen Zeitpunkt hin und dann wieder ein halbes Jahr nicht stattfindet. Ja. Das, darüber muss man sprechen. Wenn man sich darauf einlässt mit seinem ganzen Leben, was bedeutet das eigentlich? Aber es ist auf jeden Fall total richtig und toll, was mit Verdi, Unterstützung von Verdi da passiert, nämlich hinzugucken, was bedeutet das zu arbeiten. Mhm. Wir geben uns hier viel Mühe, das hat Sven bestimmt schon gesagt, dass wir alle gleich bezahlt sind. Ja. Also ich kriege nicht mehr im Verhältnis als die anderen. Aber Sie sind mit Herz und Seele dabei. Ja. In einer Tiefe. Zum Abschluss vielleicht noch irgendwas Schönes, was Sie noch kurz ankündigen wollen oder was noch erwähnenswert wäre, was wir im Moment noch nicht so angesprochen haben, was für Sie noch ganz... Na, die 39 kommt. Nächstes Jahr, Anfang Juni, sind wir wieder da. Wir sind auch unter dem Jahr da mit Programmen über die Stadt verteilt und morgen läuft, ich weiß ja nicht, wie zeitaktuell das jetzt hier ist, aber sozusagen... Wir sind 2-3 Tagen, sind wir online. Alles klar, also morgen ist nochmal Programm mit den Preisträgern. Nee, also ich würde mich freuen, im nächsten Jahr noch mehr Gäste hier willkommen zu heißen, in der Post, vor allem hier am Zentrum. Dann kommt im übernächsten Jahr das Jubiläum wahrscheinlich, 40 Jahre. Aber wir feiern, glaube ich, jedes Jahr Jubiläum, weil ich meine, es ist natürlich toll, man macht das immer mit diesen runden Zahlen, aber irgendwie ist die 39 ja auch toll. Auf jeden Fall. Und die 38 und jedes war Jahr hat ja seine eigene persönliche Note, deswegen braucht man ja eigentlich sozusagen inhaltlich da gar nicht drüber reden. Es ist alles besonders und einzigartig und wird dann im Archiv irgendwann wieder auftauchen. Und wir werden es dann alles jederzeit wieder raussuchen. Ich danke Ihnen vielmals und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und wir freuen uns auch auf ein Wiedersehen dann. Ja, nächstes Jahr. Ne? Ja. Hihi, ding.